wie lautet das Kommando? Und meine Freundin ist dann halt aufgewacht, na, so Herzrasen gehabt wie Sau. Glück auf, Schatz aus dem Schacht, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, ich wollte euch gerne Black Ops 2 Gameplay präsentieren, aber es wird wahrscheinlich wieder ein AW Gameplay werden. Warum? Ich habe auf euren Wunsch hierhin Black Ops 2 gezockt und ich muss sagen, dass ich sogar einige Gameplays zustande bekommen habe, obwohl mich die meisten Games einfach nur total abgefuckt haben. Aber ich habe da ein bisschen mit dem Yannick gezockt, viele Grüße auf jeden Fall an dich Yannick. Und ja, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht mit ihnen und es sind auch ein, zwei gute Gameplays rausgekommen. Und ich habe natürlich nicht recorded, weil ich nicht gewusst habe, dass überhaupt was dabei rauskommt mit meinen zwei linken Händen. Ja, und dann habe ich mir es auf jeden Fall als Favorit markiert. Wollte das Video dann halt nachträglich aufnehmen, also das Gameplay. Schau in meine Videos. Tadam! Natürlich war das Gameplay nicht da. Ja, scheiße war es, Blacky. Na, jetzt habe ich natürlich kein Black Ops 2 Gameplay. Ich habe zwar noch irgendwo eins rumliegen, aber das muss ich erstmal aussortieren, wenn ich mal fertig bin mit Haus bauen, weil ich habe keine Ahnung, wo die momentan sind, die Gameplays. Ist auch scheißegal. Deshalb werdet ihr wahrscheinlich jetzt wieder ein AW Gameplay sehen. Wollte ich bloß mal gesagt haben, dass ich fleißig wieder am Zocken bin von Black Ops 2. Wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, mit mir zu zocken, könnt ihr gerne einfach mal Black Imus adden. Ich habe aus Versehen alle Leute gelöscht. Also nehmt es mir nicht krumm, einfach nochmal adden. Und dann kann man vielleicht auch mal zusammen zocken. Ja Leute, ich habe heute auf jeden Fall wieder mal eine Real-Life-Story mit. Ist schon ein bisschen länger her, wo ich die letzte erzählt habe. Und ich dachte mir einfach, hey komm, nach dem letzten Video, wo ihr so aktiv gewesen seid, machst du heute einfach mal eine Real-Life-Story. Und ich muss dazu ein bisschen ausholen. Ist aber eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, ich war ja etwas länger bei der Bundeswehr. Der ein oder andere weiß das ja vielleicht schon. Und zwar war ich da als Offizier mit Studium und es war damals bei uns so, dass die Offiziere halt ein bisschen mehr rangenommen worden sind. Also die haben uns halt ein bisschen mehr angeschrien, ein bisschen mehr gestriezt und so weiter, weil wir ja später Vorbilder sein sollten und andere Leute ausbilden sollten und so weiter. Der eine oder andere kennt das vielleicht auch, war auch soweit alles okay. Ich meine, früher war es bestimmt noch viel schlimmer und so. Aber das hat mich trotzdem ziemlich geprägt, auch so mein Charakter hat sich dadurch ein bisschen verändert. Und ja, es war halt öfters mal bei uns so, dass es so Überraschungsübungen gab, also dass es auf einmal hieß, jetzt alle raus, anziehen, zack, ab, fort, 5 Minuten Zeit, ne? Und das war zum Beispiel so ein Abend, also wir waren halt schön gemütlich essen, dann sind wir halt heimgekommen auf Stube, haben uns ins Bett gelegt, ja, und dann war halt in der Nacht so eine Übung, wir wussten aber nichts davon. Unser Ausbilder, der mich sowieso nicht so gut leiden konnte, ist natürlich auch noch mit der Sirene, also müsst ihr euch vorstellen, so wie man es vielleicht bei der Feuerwehr schon mal gesehen hat, so eine große Sirene, die auf so einem Metallstandfuß ist, mit so einer Kurbel dran, die extrem laut ist. Und damit stehen die eigentlich im Flur und wecken also uns alle dann zusammen. Ja, und der Ausbilder, der hatte halt anscheinend noch irgendwie was gut zu machen und wollte mich halt mal richtig ärgern, ist uns rein bei uns ins Zimmer gekommen, also hat vorsichtig die Tür aufgemacht, die Sirene dahingestellt, das Ding losgekurbelt und Leute, ich war so erschrocken, also ich habe gedacht, ich habe einen Herzinfarkt, hoch, wollte raus aus dem Bett und knall volles Rohr gegen das Bett, also gegen das Bettgestell oben, das waren ja so Doppelstockbetten. Ich hatte einen richtigen Platzwunde hier, mein Ausbilder hat nur gelacht und wir mussten ja innerhalb von 5 Minuten angezogen mit Gepäck draußen stehen. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie ich dort rumgeeiert bin, mir war es richtig schwummrig und schlecht und so Situationen haben echt geprägt und das ist eigentlich so ein bisschen die Vorgeschichte, was mir jetzt wirklich auch dann passiert ist oder was das Lustige ist, was ich euch heute erzählen will. Und zwar, ich war dann nicht mehr bei der Bundeswehr, habe mit meiner Freundin zusammen gewohnt, wir waren dann abends schön im Kino, sind dann halt heimgekommen, haben noch was getrunken, dann sind wir zusammen ins Bett gegangen, nein, wir haben nur geschlafen und ja, wie gesagt, wir sind dann halt eingepennt und mitten in der Nacht irgendwann muss es gewesen sein, die Geschichte hat mir halt, wie gesagt, meine Freundin erzählt, war es mitten in der Nacht und ich habe auf einmal, ohne dass irgendwie was gewesen ist, einfach während ich geschlafen habe, übelst laut rumgeschrien, wie lautet das Kommando? Und meine Freundin ist dann halt aufgewacht, na, so Herzrasen gehabt wie Sau, war richtig stinksauer auf mir, schreit mich zurück an, das Kommando lautet schlafen. Und was sag ich, Leute? Ich sag stumpf drauf, Kommando wird ausgeführt, hab mich rumgedreht und leider gepennt. Aber das Lustige, Leute, an der ganzen Sache ist, dass ich nicht aufgewesen bin. Ich habe das alles im Schlaf gemacht. Also, ich habe diesen Satz, also das rumgeschrien halt, während ich geschlafen habe. Und ich habe sogar ihr eine Antwort drauf gegeben. Und das ist einfach so ein Beispiel, wie mich die Bundeswehrzeit, ich war ja fast 4 Jahre, also ein bisschen mehr als 4 Jahre dort, mich so extrem geprägt haben. Das ist eigentlich
Total krass. Und am nächsten Früh meine Freundin, also wir stehen auf, schön frühstücken. Und ich denke mir so, warum hat meine Freundin so schlechte Laune? Und dann habe ich sie halt gefragt, sag mal, Schatz, was ist denn los? Warum bist du jetzt so stinkig? Und dann hat sie mir die Geschichte erzählt, ne, was halt nachts passiert ist. Und ich dachte mir, oh Gott, die hat doch bestimmt eine Schraube locker. Vielleicht hat sie irgendwie schlecht geträumt oder so. Ich habe nichts weiter dabei gedacht. Gehe dann runter, möchte so mein Motorrad früh putzen vor der Haustür. Kommt mein Vermieter und sagt, sag mal, Danny, was war die gestern Nacht bei euch im Zimmer los? Da habe ich übelst laute Schreie gehört und so. Ich wollte erst runterkommen, ob alles okay ist. Und Leute, das war einfach so peinlich, ne? Also, das ist wirklich so krass eigentlich, wie man mitten in der Nacht aufwachen kann. Schreit dort laut rum, wie laut das Kommando. Oder sagt man auch noch mitten im Schlaf, Kommando wird ausgeführt. Und man hat einfach, man war einfach nicht auf, ne? Das ist total krass irgendwie. Ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so Nachtwandler seid oder gerne mal nachts irgendwas erzählt oder was euch da so passiert ist. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder fleißig Daumen nach oben gebt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten soll es jetzt auch gewesen sein. Wie gesagt, bleibt geschmeidig, locker vloggig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Imus. Piu!